Ein Toter, ein Schwerverletzter. Der Sonntagabend in Offenbach endet im Blutvergießen. Auf einmal 5, 6 Schüsse. Mein Neffe fragte mich, was das war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das sind Pistolenschüsse gewesen. Der Tatverdächtige seit gestern Abend auf der Flucht. Wenn Sie etwas gesehen haben sollten, dann bittet die Polizei dringend um Hinweise. Wir sind heute noch einmal vor Ort. Unser Reporter fragt, was ist gestern Abend in Offenbach passiert? Darauf schauen wir für euch jetzt bei Das Thema, euren YouTube-News der Hessenschau. In dieser Bar, dem Black Diamond, zwischen Offenbach Innenstadt und Hauptbahnhof, fallen kurz nach 20 Uhr tödliche Schüsse. Ein 48-jähriger Mann stirbt noch am Tatort, ein weiterer wird schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat, warum wurde überhaupt geschossen, was ist das Motiv, gestern Abend und auch heute noch unklar. Die Hintergründe der Geschichte sind völlig unklar, da laufen die Ermittlungen. Wir suchen jetzt nach Zeugen, die uns zu dem Geschehen Auskunft geben können und insbesondere darüber, wer der Täter ist, wer möglicherweise im Hintergrund steht. Hinzu kommt, der Tatverdächtige konnte noch nicht festgenommen werden. Per Großfahndung fahndet die Polizei nach einem 30- bis 40-jährigen Mann, der mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Baseballcap und dunkelblauer Jeans gekleidet war. Laut Zeugen soll dieser mit einem weißen Fahrzeug zum Tatort gekommen sein. Anschließend soll er die Bar betreten und offenbar gezielt auf eine in der Bar befindliche Personengruppe geschossen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Wir haben Polizeihubschrauber im Einsatz, wir haben zahlreiche Streifen im Einsatz und wie gesagt, wir haben das Gebiet großräumig umstellt und kontrollieren da verdächtige Personen. Hessenschau, das Thema, geht heute noch einmal zurück an den Tatort, zur Black Diamond Bar in Offenbach. Die Bar, die auch von Raucherinnen und Rauchern wohl als Anziehungspunkt hier in Offenbach sehr gerne aufgesucht wurde, hat heute geschlossen. Die Polizei hat natürlich entsprechend die Tür versiegelt. Wenn Sie etwas gesehen haben sollten, dann bittet die Polizei dringend um Hinweise unter der Nummer 069 80 98 1234. In der Nachbarschaft erinnert man sich noch gut an den Schreckmoment gestern Abend. Das waren 5, 6 Schüsse. Wir saßen draußen im Garten und auf einmal 5, 6 Schüsse. Mein Neffe fragte mich, was das war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das sind Pistolenschüsse gewesen. Wir treffen auch Jürgen Bernot. Der Mann wohnt gegenüber der Bar und hatte sich gestern auf einen ruhigen Fernsehabend gefreut. Plötzlich hört er Schüsse, aber draußen vor dem Fenster, nicht in seinem TV-Krimi. 20.14 Uhr, 20.15 Uhr, dann gucke ich Tatort und dann mache ich mal eine Rollade runter, vorher schnell, und dann habe ich das halt krachen gehört. Und dann habe ich dann die ganze Geschichte gesehen und ruckzuck, die Polizei war ruckzuck da und Krankenwagen, Notarzt und alles, was so dazugehört. Der Hubschrauber, der ist dann hier noch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde rumgekreist und hat geguckt und dann, wie gesagt, hat man gesehen, dass ich da reanimiert habe. Und dann der eine, den habe ich abtransportiert. Der Schwerverletzte und den anderen dann in den Ware rein und zu. Der war dann halt tot. Seit knapp 50 Jahren lebt Jürgen Bernot hier. Früher war die Kneipe eine Bäckerei. Ihm ist hier nie etwas Merkwürdiges aufgefallen, bis vor einer Woche. Freitag, Samstag, Sonntag war die auf. Da war auch so Security-Menschen davor gestanden, sollte brüscheln. Und jetzt gestern war halt nichts und dann ist das halt passiert. Offenbach, ein Kriminalitäts-Hotspot? Das ist ein Vorurteil, sagt zumindest die Kriminalstatistik. Der Trend seit nunmehr 5 Jahren, immer weniger Straftaten. Die aktuellen Zahlen, mit knapp 9000 Delikten wurden im vergangenen Jahr gut 500 weniger verübt als noch 2020. Trotzdem mahnt die Polizei die Bevölkerung in Offenbach jetzt gerade zur Wachsamkeit. Schließlich ist hier gestern ein Mann erschossen worden und der Täter noch nicht gefasst. Für mehr News aus Hessen abonniert unseren Kanal.